dann kommen wir jetzt wieder zurück in den Bereich Museum. Und zwar haben wir zwei Kolleginnen nochmal, also wieder ein Duo. Dr. Anna Bruce und Isabel Fischer vom Brücke Museum in Berlin werden uns über ihre Erfahrungen von Projekten berichten zum Thema koloniales Erbe im Kunstmuseum. Herzlich willkommen. Ja, angekündigt ist dieser Vortrag mit dem Titel Kolonialismus im Kunstmuseum. Das Kunstmuseum, um das es hier gehen soll, ist das Berliner Brücke Museum. Tatsächlich beschäftigt sich das Museum in diesem Jahr gleich in mehreren Projekten mit der Aufarbeitung seines kolonialen Erbes. So werden im Dezember zwei Ausstellungen eröffnen, die sich mit dem Themenkomplex auseinandersetzen. Und bereits seit 2020 finden themenspezifische museumsinterne Workshops und Fortbildungen statt. Im Fokus des heutigen Vortrags wird aber ein anderes Projekt stehen. Und zwar die Digitalisierung und kritische Aufarbeitung von Karl Schmidt-Rottloffs Sammlung von Objekten aus kolonialen Kontexten. Es handelt sich um ein von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördertes Pilotprojekt, das seit Januar diesen Jahres läuft, und unser Projektpartner ist Digis. Worum geht es in dem Projekt? Gegenstand ist eine besondere Künstlersammlung, die bislang nur wenig erforscht wurde und zu der wir zu Beginn des Projektes kaum etwas wussten. Es handelt sich um rund 100 Objekte aus kolonialen Kontexten aus dem Besitz des Brücke-Künstlers Karl Schmidt-Rottloff. Unter ihnen befinden sich Alltags- und Ritualgegenstände, aber auch Souvenirs für den westlichen Markt. Auf dem Foto dieser Folie hier sieht man einen Teil davon in der Wohnung des Künstlers. Auf welchen Wegen genau die Objekte in Karl Schmidt-Rottloffs Sammlung gelangten, ist noch unklar. Der Künstler ist selbst nie außerhalb Europas gereist. Er erwarb sie vermutlich ab den 1910er Jahren aus dem Kunsthandel und aus Privatbesitz. Heute befinden sie sich als Teil seines Nachlasses im Eigentum der Karl und Emmy Schmidt-Rottloff Stiftung und gehören zur Sammlung des Brücke-Museums. Zu den genauen Herkunftsregionen sowie zur historischen und aktuellen Bedeutung der Objekte war uns zu Beginn des Projektes nur wenig bekannt. Es zeigte sich aber bald, dass ein Teil von ihnen aus ehemaligen deutschen Kolonialgebieten stammen. Sie verweisen damit also unmittelbar auf die Verflechtungsgeschichte der deutschen Expressionisten mit der oftmals unrechtmäßigen Aneignung materieller Kultur in den kolonial besetzten Gebieten. Die Weltkarte auf dieser Folie hier zeigt eine Auswahl der Herkunftsregionen. Wie war und ist unsere Herangehensweise an das Projekt? Was wollen wir damit erreichen? Uns war von Beginn an klar und wichtig, dass wir uns dem Thema nicht alleine nähern können, dass wir keine rein institutionelle, museale, kunsthistorische Perspektive haben möchten, sondern möglichst bereits im Erschließungsprojekt des Bestandes viele Stimmen einbeziehen wollen. Der Ansatz ist, die in diesem Bereich bisher fehlende Expertise des Museums gemeinsam mit ExpertInnen aus den Herkunftsregionen der Objekte und dekolonialen AkteurInnen zu erarbeiten. Das Projekt ist prozessual angelegt. Es geht weniger darum, fixe Ergebnisse zu präsentieren, als vielmehr einen ersten Schritt auf dem Weg zum transparenten Umgang mit den Werken und ihrer Präsentation zu gehen, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Auf dieser Folie habe ich versucht, die Ziele des Projektes kurz zusammenzufassen. Auf den zweiten, dritten und vierten Punkt wird meine Kollegin Anna Bruce später noch einmal eingehen. Ich werde jetzt einen kurzen Einblick in unsere Arbeitsprozesse im Zuge der Digitalisierung und Online-Präsentation geben. Ein erster wichtiger Schritt des Projektes war die Digitalisierung und dies nicht nur als Grundlage für die Online-Veröffentlichung, sondern auch als Voraussetzung dazu, mit ExpertInnen aus den Herkunftsregionen der Objekte ins Gespräch zu kommen. Nach einer erfolgreichen Digitalisierung konnten Bilddateien der Objekte an sie verschickt werden und diese anhand der Digitalisate über mögliche Herkunftskontexte und Bedeutungszusammenhänge befragt werden. Bereits in der Planungsphase beschäftigten wir uns mit der Frage, wie und wo die Digitalisate und Metadaten zu den Objekten veröffentlicht werden sollen. Ein wichtiger Aspekt war uns, dass wir eine Plattform finden wollten, die dem prozessualen Charakter des Projektes gerecht wird und der Öffentlichkeit größtmögliche Teilhabe bietet. Normalerweise veröffentlicht das Brücke-Museum Digitalisate und Informationen zu den Werken aus seinem Bestand auf der Museumswebsite in einer Sammlung online. Das schlossen wir für den ersten Schritt aber zunächst aus. Warum? Zum einen würden wir so nur einen sehr begrenzten Kreis an Interessentinnen erreichen, und zwar hauptsächlich Menschen mit Interesse für die Kunst der Brücke oder Expressionismus.
Zum anderen, und dieser Punkt ist eigentlich noch gewichtiger, wäre durch eine Veröffentlichung, eine reine Veröffentlichung über die Sammlung online des Brücke-Museums, die Daten festgeschrieben. Im Zuge eines Top-Down-Prozesses würde das Museum feste Informationen vorgeben, die die RezipientInnen letztlich nur noch schlucken könnten. Eine direkte Teilhabe wäre nicht möglich. Also wagten wir ein Experiment und haben uns dazu entschlossen, die Daten auf Wikicommons zu veröffentlichen. Unsere Hoffnung ist, so Bilddateien und Metadaten für alle Interessierten verfügbar, nutzbar, aber halt auch editierbar zu machen. Wir wollen damit einer größeren internationalen Öffentlichkeit Zugriff auf und Teilhabe an dieser Sammlung ermöglichen. Ich werde später noch mal kurz auf Wikicommons und unsere Datenveröffentlichung eingehen, aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück zur Digitalisierung und den vorbereitenden Maßnahmen. Auf dieser Folie sehen Sie unsere Restauratorin bei der Begutachtung und Reinigung der Objekte. Im Vorfeld der Digitalisierung wurden Staub- und Schmutzpartikel entfernt, die sich im Laufe der Jahre auf den Oberflächen abgelagert hatten. Diese Maßnahme diente nicht nur zur Bewahrung, sondern auch dazu, ein möglichst gutes Digitalisat zu erzielen. Und bereits hier begannen die Herausforderungen. Es gibt einige Objekte, die bereits im Zuge ihrer Herstellung mit bestimmten Erden oder auch anderen natürlichen Materialien behandelt wurden. Und diese sind dann integraler Bestandteil des Werks. Bei der Reinigung galt es dann, darauf zu achten, diese zu bewahren und sie eben vor Staub und anderen Verunreinigungen zu unterscheiden. Und an der Stelle eine kleine Anekdote. Als wir Probedigitalisate zur technischen Qualitätsprüfung gaben, erhielten wir die Frage, ob die Objekte denn vor der richtigen Digitalisierung noch einmal gereinigt würden, da sich ja noch so viel Schlamm auf ihnen befände. Bei dem so bezeichneten Schlamm handelt es sich eben um Farberden, die wiederum integraler Bestandteil des Werks waren, um das es da ging. Die nächste Folie zeigt Eindrücke aus dem Prozess der Objektfotografie. Jedes Objekt wurde aus mehreren Perspektiven fotografiert. Im Schnitt entstanden so 4 Digitalisate pro Objekt. Die Digitalisate sollten das Objekt auf allen Bildebenen in größtmöglicher Schärfe abbilden und um dies zu erreichen, wurde die Technik Focus Stacking angewendet. Dadurch lassen sich selbst kleinste Gravuren gestochen scharf erkennen. Das wiederum dient nicht nur ästhetischen Zwecken, sondern kann auch wichtig für die Objektidentifikation sein. Expertinnen aus den Herkunftsgesellschaften, an die wir die Digitalisate sendeten, konnten so, auch wenn sie das Original aufgrund der herkömmlichen Entfernung nicht persönlich in den Händen halten konnten, einen genaueren Eindruck von ihm bekommen und uns dadurch auch gezielter beraten. Ja, und hier sehen Sie ein Beispiel für fertige Digitalisate. In dem Fall zeigen Sie einen Pfeifenkopf aus dem Kameruner Grasland aus mehreren Perspektiven. Kommen wir nun zur Veröffentlichung der Daten auf Wikicommons. Vor der eigentlichen Online-Stellung mussten wir uns allererst einmal in die Möglichkeiten und Voraussetzungen eines Datenimports in Wikicommons auseinandersetzen. Und hierbei hatten wir dankenswerterweise auch Beratung und Unterstützung von Wikimedia Deutschland und auch von dem Wikipedianer Raimund Specking. An der Stelle nochmal herzlichen Dank. Seit September pflegen wir sukzessive Digitalisate samt Werkinformationen in Wikicommons ein. Einen ersten Eindruck hiervon bekommen Sie auf dieser Folie. Wir veröffentlichen immer dann neue Daten, wenn wir hinreichend genug Informationen zu einem Objekt gesammelt haben. Welche Seiten haben wir jetzt genau in Wikicommons angelegt? Zum einen haben wir die Kategorie Carl Schmidt-Rottloffs Collection of Objects from Colonial Contracts in the Brücke Museum, das ist diese Folie, angelegt. Die Seite listet alle hochgeladenen Bilddateien in alphabetischer Reihenfolge auf und erhält einen allgemeinen Projekttext. Zusätzlich haben wir eine Galerie eingerichtet. Ein Screenshot der Galerieseite sehen Sie auf der Folie hier. Die Seite listet die Objekte separiert nach den Herkunftsregionen mit lediglich einem ausgewählten Ansichtsbild auf. Die Konvolute werden unter einer Teilüberschrift mit Kurztext abgebildet. Der Kurztext enthält unter anderem Informationen auch über die kolonialen Kontexte. Was genau und sieht und erfährt man aber, wenn man eine einzelne Objektseite aufruft? Die Objektseiten enthalten alle uns momentan bekannten Metadaten zu den jeweiligen Objekten auf Deutsch und auf Englisch. Die hier aufgeführten Werkdaten dienen der ersten Orientierung und Zuordnung zu bestimmten geografischen, kulturellen und historischen Kontexten. Dazu zählt eine Kurzbeschreibung in Form eines beschreibenden Titels, der Herstellungsort, eine Einschätzung des Entstehungszeitraums, die Inventarnummer, Maße und Materialtechnik. Bei einzelnen Objekten gibt es Referenzen zu Kunstwerken von Carl Schmidt-Rottloff. Auf diese machen wir im Datenfeld Referenzen aufmerksam und verlinken zu entsprechenden Webpräsentationen. Sukzessive füllen wir auch das Feld Bewerkungen aus. Es enthält Zusatzinformationen zu den Objekten, die meine Kollegin Anna Prus gemeinsam mit Expertinnen aus den Herkunftsgesellschaften zusammengetragen hat.
Die Kurztexte werden bei wachsendem Erkenntnisgewinn fortlaufend überarbeitet und ergänzt. Die hierin aufgeführten Informationen können zum Beispiel sein, wozu wurde das Objekt von wem genutzt, welche Riten und oder Mythen sind damit verbunden, aber auch welche kolonialen Kontexte sind damit verknüpft. Derzeit planen wir übrigens, die Kurztexte zu Objekten aus Papua-Neuguinea ins Tokpisin, der Hauptsprache auf Papua-Neuguinea, übersetzen zu lassen. Bevor ich an meine Kollegin übergebe, ist es mir noch wichtig zu betonen, dass wir uns bewusst sind, dass die Datenstrukturierung, wie sie mit der Werkpräsentation auf Wikicommons einhergeht, letztlich auch Gefahr läuft, unsere westlichen Ordnungssysteme und Hierarchien zu reproduzieren. Mit der Veröffentlichung unserer Projektergebnisse auf Wikicommons versuchen wir einen ersten Schritt zu mehr Transparenz und Teilhabe zu gehen. Dennoch haben wir auch immer noch jede Menge ungelöste Fragen. Und so bleibt unter anderem die Herausforderung, nicht westliche Formen des Wissens zuzulassen, die möglicherweise auch die Struktur einer Wikicommons-Seite sprengen würden. Ja, danke Isabel. Ich mache direkt weiter. Wir müssen die Zeit nutzen. Ich möchte mit Ihnen drei Punkte kurz anreißen und vertiefen, die Frau Fischer schon aufgegriffen hat. Zum einen die Frage des kolonialen Erbes in Kunstmuseen zu Sammlungen ohne Provenienz, dann Kooperation als transformierender Prozess und zuletzt Fragen der Standardisierung. Die Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff ist, wie Sie schon gesehen haben, eine sehr disparate Sammlung, die vor einem Brand in seinem Atelier während des Zweiten Weltkriegs wohl noch deutlich umfangreicher war. Wie schon die Weltkarte gezeigt hat, kommen die Objekte aus verschiedensten Regionen und verschiedenen Zeiten. Wir sehen hier, wie Schmidt-Rottluff mit der Sammlung gelebt hat. Das sind Fotografien von 1976. Wir sehen hier ein philippinisches Schild, Kameruner, perlenverzierte Kalibassen, eine Maske aus Ägypten und so weiter. Also Sie können verschiedene Objekte hier finden, die wir jetzt digitalisieren. Diese Sammlung greift die koloniale Idee des Archaischen oder, um in der Wortwahl der Brücke-Künstler zu bleiben, des Ursprünglichen auf, das die materielle Kultur aller als nicht europäisch bezeichneten unter dem Motiv des Primitiven subsumiert. Dahinter steht die imaginative Figur westlichen Denkens, also der Primitive oder eher die Primitiven als entindividualisierte und geschichtslose, die als Teil eines Kollektivs betrachtet wurden. Ihre Kunst oder visuelle Kultur wurde oder wird häufig unter dem Begriff Ethnographica zusammengefasst, ein Begriff, der die Spezifizität und die Vielfalt der Kosmologien, die in den Objekten oder, um es mit Felvin Saar zu sagen, den Subjektobjekten bewahrt sind, verschleiert. Insofern waren diese Objekte Platzhalter für einen innereuropäischen Diskurs, den Diskurs um den Primitivismus, und dienten den Brücke-Künstlern als anonymisierte Inspirationsquelle. Das Brücke-Museum unternimmt jetzt, wie Isabel Fischer schon ausgeführt hat, Anstrengungen, um diesen Diskurs zu dezentrieren und die Artefakte aus Karl Schmidt-Rottluffs Sammlung, die jahrelang in Depots stillgestellt wurden, zu reaktivieren. Die Zusammenarbeit mit den ExpertInnen aus den sogenannten Herkunftsgesellschaften soll im Idealfall historische und aktuelle Bedeutungen und Sinnzuschreibungen generieren. So sollen die Werke der Brücke mit Hilfe bisher in den Museen nicht sichtbarer Personengruppen, Entschuldigung, nicht die Werke der Brücke, sondern die Werke dieser Sammlung, mit Hilfe bisher in den Museen nicht sichtbarer Personengruppen in neue Relationen gebracht werden und die Sammlungsobjekte jenseits der etablierten Klassifizierung veröffentlicht werden. Aber wie können Menschen adressiert werden, für die diese Objekte von Bedeutung sind? Und wie lässt sich ein neues Reflektieren über koloniale Geschichte auch bei dem Stammpublikum des Museums anregen? Wie kann mithilfe dieser Objekte die Geschichte kolonialer Gewalt und die andauernde Kolonialität von Museen, die mit ihnen verbunden ist, ins Bewusstsein rücken? Das Brücke-Museum hat sich mit seiner bewussten Entscheidung für Wikicommons dafür stark gemacht, Deutungshoheit abzugeben und damit auch anderen die Möglichkeit der Teilnahme an der Neuverortung der Objekte zu geben und im besten Fall eine Pluralität von Stimmen sichtbar werden zu lassen. Entschuldigung, das lasse ich mal eben aus. Digitalisierung bietet hier besondere Möglichkeiten, aber auch Restriktionen, eben weil es immer schon ein öffentlicher Raum ist, in dem man agiert. Aber da komme ich noch mal drauf zu sprechen.
Die Digitalisierung ist aber nicht zuletzt deshalb wichtig, und es wurde ja auch schon gesagt, weil sie das Potenzial der Restitution birgt, für das die Sichtbarkeit der Sammlung der erste Schritt ist. Aber nochmal zurück zur Sammlung. Also wir haben es hier mit einer Sammlung zu tun, die weitgehend ohne Provenienz ist. Das heißt, es gibt keine Unterlagen, und damit ganz typisch für Künstlersammlungen, die sich auch in anderen Nachlässen von Künstlern und in Kunstmuseen befinden. Die Künstler haben diese Objekte nicht dokumentiert. Es ist also anders als bei Sammlungen oder bei einigen Sammlungen in ethnologischen Museen, die man einer bestimmten Expedition oder einem kolonialen Krieg zuordnen kann. Nach einer ersten Sichtung befinden sich aber in dieser Sammlung keine sogenannten sensiblen Objekte, wobei das natürlich auch eine Frage ist, die man diskutieren kann, was sind sensible Objekte. Manche der Werke kann man sehr eindeutig bestimmten Regionen zuordnen, wie eben einige der afrikanischen Objekte und der Sammlung aus Papua-Neuguinea, die wir mithilfe von Grace Wheely vom Comeback Museum in PNG neu bestimmen konnten. Es gibt aber auch sehr viele verwaiste und zum Teil auch wenig erwünschte Objekte. Meine Gesprächspartner sind nicht immer begeistert, wenn ich ihnen diese Sammlung zeige. Ich habe hier ein extremes Beispiel rausgesucht, diese Flöte. Und jetzt wird es hier etwas anekdotisch. Ich habe einen Kommunikationspartner über Umwege gefunden, einen Wissenschaftler von den Philippinen, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, weil das so eine sehr laxe E-Mail ist. Aber er schreibt: "That is definitely not a Philippine flute, unless the maker intentionally modified the instrument. Nevertheless, it can probably be Indonesian, but even that is a wild guess." Und dann stellt er mehrere Fragen zu dieser Flöte, die eben auch zeigen, dass man von Digitalisaten und Bildern nicht immer auch direkt auf Objekte schließen kann. Und dann fährt er fort: "As far as the material, there are only flutes made of bamboo in the Philippines. My guess is that it could be from Papua. That's the closest I can think of in the Oceania area, or perhaps even East Asia, unless it is from the Americas. That's all for now." Genau. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch hier ein Extremfall, aber es zeigt eben, auf welche Schwierigkeiten man mit einer solchen Sammlung stößt. Ich möchte weitergehen zu der Frage der Netzwerkarbeit und Kooperation. Wie Michi Knecht kürzlich ausgeführt hat, ist Kooperation alles andere als banal. Es ist wichtig, die asymmetrischen Verhältnisse, unter denen gearbeitet wird, anzuerkennen und nach Möglichkeit zu entschärfen. Und es ist zentral, die Gewaltförmigkeit des Kolonialismus und seine verheerenden und fortwirkenden Folgen in den kolonisierten Regionen, aber auch in Europa anzuerkennen. In der Netzwerkarbeit mit Aktivistinnen und KünstlerInnen, diasporischen KünstlerInnen und ExpertInnen aus den sogenannten Herkunftsregionen müssen erstmal Grundlagen geschaffen werden, die nicht selbstverständlich sind. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, weil Museen zu Recht unter dem Verdacht stehen, postkoloniale Akteure als Feigenblatt zu benutzen. Netzwerkarbeit ist natürlich in einem so kurzfristigen Projekt nur begrenzt möglich, und ich baue auf der Arbeit auf, die ich schon vorher begonnen habe und die ich auch nicht solitär durchführe, sondern mit der Unterstützung zahlreicher Kolleginnen und Bekannten. In den Gesprächen, die ich führe, geht es weniger darum, bestimmte Fragen, die ich oder die wir als Museum haben, abzuklären, sondern eher durch nicht strukturierte Interviews, die ich eher als Konversation oder offene Gespräche bezeichnen würde, ins Gespräch zu kommen. Ziel ist es zu lernen, was für die Interviewpartner wichtig ist, was sind die Fragen und Probleme, die die Gesprächspartner haben. Was möchte die jeweilige Person ins Zentrum der Konversation stellen? Diese Form der Kooperation ist, wie gesagt, nicht banal, sondern ein Prozess intensiven Lernens und zwingt alle Beteiligten auch immer wieder dazu, ihre eigene Rolle, ihre eigene Positionalität zu hinterfragen. Meine Forschung und die Digitalisierung zentriert das Objekt, aber in den Interviews, die ich bisher geführt habe, ging es nur in den allerseltensten Fällen wirklich auch um die Objekte selbst, sondern vielmehr um weitere Perspektiven. Die Objekte können also nur ein Anstoß sein, über koloniale Wissensformen zu sprechen, über die epistemische Gewalt traditioneller Ausstellungsformate, Erinnerungen zu thematisieren oder auch ganz persönliche Erfahrungen mit strukturellem Rassismus zur Sprache zu bringen. Diese emotionalen Aussagen und Befunde lassen sich auf Wiki nicht so leicht abbilden, und die Akteure möchten auch nicht immer alles, was gesagt wurde, öffentlich machen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, zur Frage der Standardisierung. Für die Digitalisierung sind Kategorisierung und Klassifizierung zentraler Bestandteil.
um bestimmte Standardisierungen zu erreichen, müssen Wissensformen durch verschiedene Kontexte stabil gehalten werden, damit Verständigung möglich wird, also so ganz einfach abstrahiert. Die Frage ist nur, wer versteht die standardisierte Form, die immer einer westlichen Epistemologie folgt? Wem kommen die eingespielten Nutzungslogiken von Wikicommons über den globalen Norden hinaus zugute? Kenntnisse über Standardisierung werden zwar in jedem akademischen Kontext geteilt, aber wenn es um die sogenannten Herkunftsgesellschaften geht, sind die Objekte unter ganz anderen Kriterien verortet. Eine Hilfestellung können natürlich Übersetzungen sein, wie die geplante Übersetzung in TocPiscine, eine der Hauptsprachen in PNG, aber auch hier kommt man schnell an seine Grenzen, weil wir in der Regel von einer nationalen Sprache ausgehen, aber ja, wie zum Beispiel Richard Fossi, ein Kameruner Historiker, demonstriert hat, den ich fragte, was ein bestimmtes Objekt heißt, und hat er gesagt, naja, das heißt, in dem Dorf heißt es das und im nächsten Dorf heißt es das und im übernächsten Dorf heißt es das. Und das macht eben deutlich, dass unsere epistemischen Zugänge immer schon von Standardisierungen ausgehen, die in anderen Kontexten ganz anderen Logiken folgen und sich nicht immer einfach übertragen lassen. Ein Problem in meiner Arbeit war und ist auch, dass die wenigen Fälle, in denen ich wirklich von Kontakt zu Herkunftsgesellschaften sprechen kann, diese selber nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu digitalen Infrastrukturen haben, wie im Fall von PNG, wo Kommunikation zwar über E-Mail funktioniert, aber eben kein Austausch, kein Gespräch bisher möglich war. Und auch im Fall eines Teilprojekts zu einem Objekt aus der Kalahari-Wüste, zu dem ich über das Iziko-Museum in Südafrika Gespräche mit Herrn Walboy, dem Sohn eines Aktivisten aus der Kalahari, führen werde. Hier zeigen sich sehr deutlich die asymmetrischen Verhältnisse, die Kooperationsprojekte schwierig machen und immer wieder neue Formen des Workarounds erfordern. Ein zentrales Problem aller Digitalisierungsprojekte zu Sammlungen aus kolonialen Kontexten ist auch der kolonialsprachliche Ballast, der in der Regel mit solchen Sammlungen kommt, und die Objektifizierung, die mit einer Datenstandardisierung einhergeht. Es wurde ja auch schon davon gesprochen. Die erneute Kategorisierung, die Vernetzungen und Verknüpfungen möglich machen soll, verlangt eine kritische Auseinandersetzung mit sprachlichen Konventionen, die tatsächlich eine mühsame Arbeit des Verlernens von eingeübten Sprachmustern ist. Und ich würde auch nicht behaupten, dass das bei den jetzt hochgeladenen Datensätzen schon immer vollendet gelungen ist. Es ist auch hier eher eine Art des Try and Error und ein fortlaufender Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Im Idealfall sorgt dieser Prozess, wie Katja Müller jüngst zusammengefasst hat, die aktive Involvierung einer immer größeren Anzahl an Menschen, die sich im Internet artikulieren und austauschen, dazu, Konventionen zu unterminieren, die durch den Kolonialismus mit entstanden sind. Vielen Dank.